So, ich mache mich jetzt am Weg. Ich mache heute eine Radtour. Kurz eine Stunde. Ja. Ich habe da so eine Strecke, die ich schon ein, zwei Mal gefahren bin. Ich möchte sie heute nochmal fahren. Ich hoffe, ich erinnere mich an den genauen Weg, weil ja, gar nicht so leicht zu merken. Auf jeden Fall spannende Radtour mit Stadt, Land, Fluss, alles dabei. Also ja, ein bisschen Offroad ist auch dabei. Eine kleine trickige Stelle ist auch dabei. Ich versuche nicht vom Rad abzusteigen. Das heißt, ja, ich möchte die Tour in einem durchfahren und ich möchte ungefähr eine Zeit von einer Stunde erreichen heute. Die letzten paar Male konnte ich die Strecke ebenso noch nicht auswendig. Deswegen brauchte ich jeweils so beim ersten Mal 1,5 Stunden, beim zweiten Mal dann eine Stunde und ich glaube 12 Minuten oder sowas. Ich werde heute wieder die Zeit mitstoppen und ich möchte eine Stunde schaffen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich schnell. Und ja, ich hoffe, ich stürze nicht und ich nehme euch einfach mit. So. 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 Dann gucken wir mal, ob es heute zum Regnen anfängt. Das wäre nämlich nichts. Es dürfte sich ausgehen. 14, 15, 16 Uhr. Ich habe ein paar Stunden Zeit. Das ist leibend. Das ist richtig leibend. Ich werde da hier noch Google Fit aktivieren. Einfach so, damit ihr die Strecken seht, die ich gefahren bin. Whatever, keine Ahnung. Interessiert mich eigentlich weniger, aber jetzt trotzdem einfach mitlaufen lassen. So. Ich hoffe, die Perspektive passt so. Ich setze hier noch meinen Radcomputer zurück. Strecke. Ja, okay, Reset Tourdaten. Die Tourdaten sind geresettet. Dann gucken wir mal auch Fahrzeit. So, und los geht's. Ich hoffe, die Perspektive passt so. Ja, ich denke, das passt. Wie gesagt, ja, das wird schon so passen. Ja, ich denke schon. Einfach mal schauen, wie es wird. Wie schon gesagt. Also ich werde heute versuchen, das Ganze mal aufzunehmen. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ja. Strecke so schnell wie möglich zu absolvieren.
wohin. Versuche mich hier an die Strecke zu erinnern. Das ist echt vom Schalten her ziemlich geil. Schaltet smooth. 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 Muss auch echt schauen, dass ich hier nicht zu sehr Gas gebe, weil ansonsten wäre ich entweder so ein Typ. Oder ich kann nicht mehr. Das zweite wäre ein Problem. Ja, der Kollege, der hat es richtig drauf. Einfach auch mal schön auf die Straße fahren. Fährt wahrscheinlich genau dieselbe Strecke wie ich. Nee, ich glaube nicht. Er kommt so vor, als wäre die GoPro schief. Ja, das machst du, macht ja nichts. Vielleicht ist auch einfach meine Brust schief. Ich glaube, das ist eher der Fall. Aber naja. So,
den Teil kann ich mich noch erinnern, weil hier geht es richtig bergab. So, jetzt wieder links. Nee, Moment. Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube, das war falsch. Ja, das war falsch. Aber ich weiß trotzdem, wo dieser Weg hinführt. Vielleicht ist er auch richtig. Ich glaube, er ist richtig. Ja, ich bin richtig gefahren. Jetzt müssen wir noch mal links. Der Floor ist Lava. Der Floor ist Lava. Der Floor ist Lava. Help. Oh Gott. Oh Gott, fast falsch gefahren. Ach Gott. Sind wir schon hier? Yep. Und jetzt wieder rechts. Digga, keine Ahnung. Hier ist der Rosenbauer. Rosenbauer. Rotenkolk. Ah. Roten. Ja. Bodenprüfstelle. Eine Bodenprüfstelle, die den Boden prüfen, ob er fest genug ist, ob man darauf ein Haus stellen kann oder Maschinen. Also wie Pipelife. Ja. Ja. So, russisches Roulette, nicht nachmachen. Oh, ich habe nichts zum Trinken mit. Ich bereue es jetzt schon. Absolut auf die Reserve gehen. Wir haben noch 50 Minuten vor uns. Außer, ich bin doch schneller als eine Stunde. Das weiß ich aber nicht.
gesagt, ich bin diese Strecke noch nie gefahren mit vollem Speed. Und auch noch nie gefahren, ohne dass ich mich verfahre. Aber das wird heute zum ersten Mal passieren. Hoffe ich doch. Oh, anstrengend. Aber jetzt geht's mal eine Zeit lang relativ gerade dahin. Ich weiß auch in dem Moment gar nicht, ob ich hier richtig bin. Aber ich denke schon, das ist alles, was zählt. So. Die Schaltung funktioniert grundsätzlich sehr gut bei dem Rad. Das einzige, die oberen Gänge, wenn ich jetzt hier im zweiten Gang bin und hier, keine Ahnung wie viel es hier gibt, 7 oder 9, wenn ich hier in den 9. will, hier im zweiten bin und relativ schnell bin, dann geht der manchmal nicht rein. Und ich glaube, ich hätte da jetzt links müssen. Aber hier. Okay. Führung. Wo ist die? Wo ist die Unterführung? Ah Gott. Ich weiß nicht, wo die ist. Hier? Hier auf jeden Fall nicht. Anderen Seiten. So. Was ist denn da los? Ja.
so Radfahrer entgegen. Die wollten aus irgendeinem Grund auf die andere Straßenseite fahren. Die andere Spur. Aber nein, nein. Wir fahren immer rechts. Immer rechts. Ja gut, ich hätte auch ein bisschen abbremsen können. Wäre im Grunde besser gewesen. Wäre im Grunde vernünftiger gewesen. Wir haben ein bisschen planlos ausgesehen. Mit ihrem VW-Bus. Oder was das war? VW Oldtimer. Hoppa. Hoppa. Ich hätte echt gern was zu trinken. Oh Mann. Das war keine gute Idee. Hallo? Ist nicht. Strecke 7 Kilometer, fast die Hälfte.
Fahren wir einfach mal durch den Bahnhof durch. Einfach so, weil ich gerade lustig finde. Oh, da hätten wir sogar noch weiterfahren können. Stimmt, da geht's ums Haus rüber. Dann kann man hier wunderbar runterspringen, wenn man denn möchte. Oder hier runterfahren. Wir fahren jetzt erstmal zur Traun. Zum Gleisdreieck. Müsste hier irgendwo sein. Ein bisschen der coole Teil. Ich werde da gleich mal meine Stoßdämpfer aufmachen. Ein bisschen Federung. Schadet nicht. Schöne enge Kurve. Machen wir hier ein bisschen Offroad. Hopp. Hopp. Aufpassen. Hier wieder bergauf. Schön Offroad. Ich sehe hier überall Leute, die trinken. Ich habe so einen Durst. So einen Durst. Aber wir sind schon fast bei der Hälfte. Puh. Ich hoffe, es fährt hier jeder rechts, sonst wären wir fast tot. Eigentlich ist es noch richtig, richtig weit. Außerdem noch ein bisschen verkühlt. Aber ja, macht ja nichts. Thank you.
Ich glaube, wir halten hier echt ein sehr, sehr gutes Durchschnittstempo. 20 km/h bisher. Das ist schon mal echt. Also letztens hatte ich gesamt 16 km/h Durchschnitt und da bin ich schon gefühlt sehr, sehr schnell gefahren. Das wollen wir heute natürlich brechen. Aber naja, die Geschwindigkeit wird noch ein bisschen runtergehen, weil ja zum Schluss es massivst bergauf geht. Massivst.
Ah, ich will auch was zu trinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Trinken. Scheiße. Scheiße, ich will was zu trinken. Warum habe ich nichts mitgenommen? Hier ist die Kasse. Was ist das? Ist das ein Brunnen? Digga, ich rede von Trinken und da ist irgendeine Kasse. Für was eine Kasse? Ich weiß nicht. Ach, für das Sonnenblumenfeld wahrscheinlich. Gestört. Einfach eine Kasse am Feld. Da pflückt euch, was ihr wollt. Hier ist die Kasse. Zahlt, was ihr wollt. Oh Gott, ich habe echt einen Durst. Ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs, merke ich. Deswegen ein bisschen runter vom Gas. Wasserkraftwerk irgendwo da drüben. Ja. Ach, die schlafen sogar hier oder so. Nee, das sind Campingsessel. Ja. Genau. So sehen wir aus. So schauen wir aus. Spaß. Ich hoffe, dass hier keine Löcher sind. Ich bin diese Strecke schon zweimal gefahren, also. Ja. Aber es hat sehr viel geregnet. Es hat sehr viel geregnet. In der Spur bleiben. Weiter geht's. Oh Gott, hier ist es so heiß. Die hatte so eine hohe Luftfeuchtigkeit neben dem Fluss. Das merkt man richtig. Oh Gott. Der Sauerstoff wird weniger. Die Lufttemperatur steigt. Ebenso wie die Luft. So, hier wird's tricky. Wenn ich jetzt absteige, ist alles verloren. Oh, oh Gott. Nicht abgestiegen. Ha! So, weiter geht's. Der Digga,
Was war das? Digga. Ich bin einfach zu schnell. Oh Gott. Ich dachte zuerst, er macht Späße. Hier ist der Sauerstoff wieder ein bisschen besser. Aber ich brauche trotzdem was zum Trinken. Ich sage das jetzt wahrscheinlich 15 Mal in einem Video. Hier ist eine Pfütze. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, einfach stehen zu bleiben. Ein bisschen aus der Pfütze rausschaufeln. Das gute Wasser. Das gute Wasser aus der Pfütze. Ich muss mir echt einen Helm besorgen, denke ich mal, wenn ich jetzt öfter so fahre. Wobei, wenn wir da irgendwo, hier ist übrigens ein sehr schöner Ort, da kann man richtig gut eine Pause machen. Ich hätte auch richtig Bock, dass ich aus dem Bach etwas Wasser trinke. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo am Weg so einen Trinkbrunnen gibt oder so. Aber es wäre schon ziemlich geil. Wäre schon der Wahnsinn. Dafür freue ich mich umso mehr zu Hause auf einen Eistee mit Eiswürfel, Strohhalm und mit Wasser verdünnt. Ein Viertel Wasser, drei Viertel Zitronen-Eistee. Perfekte Mischung, absolut perfekte Mischung für den besonderen Eistee-Pfirsich-Abend mit Freunden und Kollegen und Kollegen. Pfirsich geht natürlich auch. Oder Cola mit Mineral. Cola mit Mineral prickelt. Das möchte ich auch mal ausprobieren, ob das geht. Weil mir schmeckt diese McDonald's Cola, schmeckt mir ziemlich gut. Ich glaube, das ist auch verdünnt. So. Ich glaube, die ist auch verdünnt. Mit Mineralwasser, Soda. Sprudelnd. Habe ich noch nie ausprobiert. Eistee verdünne ich schon seit Ewigkeiten. Manchmal sogar bis zur Hälfte. Würde ich aber nicht empfehlen. Eher ein Fünftel oder ein Viertel Wasser dazu. Dann hat der Eistee einen erfrischenden Geschmack. Vor allem, wenn er sehr, sehr kühl ist und es ist so ein Tag, wo es ziemlich heiß ist, man will nicht zu sehr von diesem Zucker auf sich nehmen, dann ist dieser verdünnte Eistee schon ziemlich, ziemlich lecker, ziemlich leibernd. So, und ich glaube, ich rolle mich jetzt kurz mal ein bisschen aus. Brauche noch ein bisschen Ausdauer für die 5 Kilometer, die noch vor uns sind. Aber ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich merke das irgendwie gar nicht, wenn ich rede. Aber irgendwie ist es schon, wenn man so ein Video macht, es ist schon eine gewisse Motivation auch,
irgendwie ein paar Geschichten dabei zu erzählen. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie sonderlich sinnvolle Geschichten sind. Aber ja, ist einfach entspannt hier. Eine super Sportart. Wow. So, jetzt sind wir wieder auf der Straße in Kleinmünchen. Gucken, ob hier wer kommt. Hier nochmal die Daumen. Hier muss ich Straßenseite wechseln. Weil wegen. Die GoPro zeichnet sauber auf. Das ist gut. Er fährt einfach doch noch über Rot. Macht ja nichts. Kurz überlegt. Ich habe gerade kurz überlegt, den Typen einfach eine High Five zu geben. Habe ich es doch nicht gemacht und er hat irgendwie gelacht. Naja.
weiß gar nicht, ob die Ampel überhaupt für mich auch gilt. Kann ich echt nicht sagen. Ja, okay, doch, sie gilt schon. Vorhin war auch so eine Stelle. Da wusste ich irgendwie nicht ganz, aber ich glaube, da hat sie nicht gegolten. Ich weiß ja nicht mal, ob man mich überhaupt hört während dem Fahren oder ob der Wind zu heftig ist. Auf jeden Fall habe ich vor, dass ich mir irgend so ein Mikrofon hole. Vielleicht auch ein bisschen ein Upgrade mache an der Kamera, damit man bessere Soundqualität zusammenbringt. Damit ich auch nicht so schreien muss. Aber ja, ich hoffe, die Windgeräuschunterdrückung funktioniert einigermaßen gut. Aber ich bezweifle es ein bisschen. Wenn es nicht funktioniert, ist auch schade. Dann schneide ich das Video halt ein bisschen anders. So, ich weiß nicht, wo ich rein muss. Ob ich jetzt hier rein muss oder die nächste Ampel weiter vorne. Kannst nicht sagen. Natürlich. Ich bin zu weit gefahren. Ich bin so ein Trottel. Wahnsinn. Ich bin zu weit gefahren. Wahnsinn. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr in der Zeit. Wir sind jetzt bei 51 Minuten und ich bin falsch gefahren. Die erste Ampel. Das muss ich mal merken. Die erste Ampel. Nicht die zweite. Die erste. Die erste Ampel. Scheiße. Scheiße, Diggi. Soll man durchfahren? Nee. Soll man hier durchfahren? Der anstrengendste Teil kommt noch. Der Akku ist verbraucht. Wir fahren weiter.
So, ja. Also, so ein Mikrofon wäre echt nicht schlecht, weil da müsst ihr nicht immer so schreien. Das Schreien ist echt anstrengend auf jeden Fall. Naja, es ist eigentlich nicht Schreien, sondern nur lauter Reden. Aber ja, ich weiß nicht, ob man es anders versteht, während man so schnell fährt. Ich weiß nicht, wie sich das verhält mit Wind und dem Mikrofon von der GoPro. Auf jeden Fall ist mein erster Akku leer, bei ungefähr 52 Minuten Aufnahmezeit. Weiß nicht, ich muss doch mal schauen, vielleicht, wenn ich jetzt nicht auf 2,7K Auflösung filme, sondern irgendwie auf Full HD. Vielleicht ist dann besser, vielleicht hält es dann um 10 Minuten länger, bis ich daheim bin. Oder wenn ich mich nicht verfreue, dann wird es auch ein bisschen länger reden. Interessante Dame im Kleid. Mitten im Nirgendwo. Okay. Naja. In Ordnung. Fragezeichen. Ich wünschte, ich hätte ein Getränk dabei und Taschentücher. Könnte ich auch ein bisschen besser quatschen. Aber so momentan, ohne Mikrofon und schreien, laut reden. Das ist halt nicht so optimal. Drei Minuten haben wir noch. Aber das werde ich nicht schaffen. Das wird sich niemals ausgehen. Ich werde eine Stunde, fünf Minuten brauchen, schätze ich. In drei Minuten bin ich wahrscheinlich bei der Steigung, wo es so extrem steil rauf geht. Und ich weiß gar nicht, wo es dann überhaupt hingeht. Da geht es steil bergauf. Boah, ich kann gar nicht sagen, wo es dann weitergeht. Also wo ich dann hinaus herauskomme. Danke. So. Tricky Kreuzung. Der Floor ist Lava. Einmal haben wir es gebrochen. Brechen wir es ein zweites Mal oder bleiben wir am Bike? Das seht ihr in Folge 2. Ja. Hier ist eine Kreuzung. Ha. Oh!
letzten Eichhörnchen mitgenommen auf dem Weg nach Hause. Vielleicht Mittagessen oder so. Naja. Ein Kilometer noch. 59 Minuten. Aber das schaffe ich niemals, weil hier wird es jetzt richtig heftig. Ich weiß schon, wo wir sind. Und das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Ah, okay. Wir können hier auch links fahren. Ich weiß an diesem Punkt jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich die Strecke letztes Mal gefahren bin. Aber ich nehme jetzt diesen Weg hier. Ich denke, der ist ein bisschen einfacher, obwohl es eigentlich auf dasselbe rauskommt. Ich muss sowieso wieder auf die Höhe, wo ich wohne, also die Höhenmeter fahre ich sowieso. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und hier geht es auch noch ein bisschen bergauf. Und ja, wir haben jetzt eine Stunde erreicht. Eine Stunde am Rad. Mit einmal runtersteigen wegen Akkuwechsel. Und ich habe kurz überlegt, ob ich den Türken-Supermarkt oder Asia-Supermarkt oder was auch immer das war, aufsuche. Mir ein Trinken gönne. Aber nein, ich hebe es mir auf für nachher. Dann wird es umso besser. Frischen Eistee, der mittlerweile sicher schon kühl ist im Kühlschrank. Ach, das freute mich. Hallo. Rari. Rari. Aber jetzt brauchen wir Hilfe. Der hat also ein ähnliches Setup gehabt wie hat da einfach eine Kamera, ein Handy-Stativ oben und irgend so eine Kamera oder was das war, ich weiß nicht. War das ein Navi? Ich weiß nicht. Sah auf jeden Fall cool aus. So, ein letztes Mal bergauf. Dann sind wir hier. Ein letzter Kraftakt. So.
nicht warm. Ja Leute, ich bin zu Hause angekommen, so fast, so ziemlich, und ja, genau. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir sind zu Hause angekommen. Mit diesem Bike hier war ich unterwegs. Ich freue mich jetzt auf meine ST-Zitrone. Gespritzt mit Wasser. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir diese Strecke wiederfahren. Vielleicht mit Mikrofon und besserem Ton. Zeit haben wir. 1 Stunde und 6 Minuten und 40 Sekunden. Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir 19,7 km/h. Gesamte Zeit. Ach okay, das ist gesamte Zeit, ja. Strecke 21,88 Kilometer. Genau wie letztens, fast genau. Fahrzeit Stunde 6:40. Ja, okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.